Willkommen zu einer neuen Folge Kochen mit Normi. Diesmal machen wir Spaghetti Carbonara mit Spaghetti. 250 Gramm Spaghetti abwiegen. Bisschen viel. Passt. Dann soll man ja eigentlich den Speck würfeln, Speck würfeln und in einer Pfanne kross anbraten und das ausgelassene Fett für die Soße und bla 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 bla. Mache ich alles nicht. Ich mache meine Carbonara mit Grosschinken. Da werden die Italiener vielleicht ein bisschen schimpfen oder die Italien-Fans. Aber es ist immerhin italienischer Grosschinken, steht drauf. Insofern kann es ja nicht ganz verkehrt sein. Schneidebrett. Grosschinken, frustfreie Verpackung. Habe ich gedacht. Sag mal. Wie waren die letzten Worte des Küchenchefs an seinen Lehrling? Wirf mal das Messer rüber. Der hat den Bart, ne? Der Witz. So, Kochschinken. Huch, der ist ein bisschen eingeklappt. In mundgerechte Stücke schneiden. Immer darauf achten, nur den Schinken, nicht die Finger. Hätte ich auch ein bisschen zusammenfassen können, ne? So. Dann ist das effizienter. So, passt. Das Ganze wird in einem Schüsselchen zwischengelagert, denn jetzt geht es ja erstmal an die Spaghetti, ne? Pro 100 Gramm Spaghetti soll man 1 Liter Wasser nehmen. Das heißt, ich habe 250 Gramm, macht 2,5 Liter. Zum Glück ist hier so eine Markierung dran. Hier steht 1, 1,5, 2, 2,5. Bis hier muss ich. So, 2,5, 2,5. Jetzt sind wir bei 1,5. Oh, die kann man nicht überhalten hier. Das ist ganz schön schwer, das Wasser. Schweres Wasser, oh Gott. 2,5 Liter, 2,5 Liter Wasser auf dem Ofen. Ordentlich Power geben hier. 8, 9. Machen wir 9. Dann soll man noch ordentlich salzen. Ich brauche für meine 2,5 Liter 15 Gramm Salz, habe ich mir ausgerechnet. Mal gucken, wie viel das ist. So wild wie die Waage schwankt, weiß ich gar nicht, ob ich zu viel oder zu wenig habe. Das scheint. Das scheint 15 Gramm zu sein. Passt. Rein ins Wasser. Und sobald das Wasser kocht, können die Nudeln rein in den Topf, bis sie al dente sind. Keine Ahnung, was das heißt. Auf der Packung stand 11 Minuten. Mache ich einfach. Spaghetti in den Topf. Obacht. Sobald die ein bisschen weich werden, müssen die runtergedugert werden. So ist gut, sonst bleiben die ja außen roh, wenn die aus dem Wasser rausragen, ist ja logisch, ne? Und ein bisschen umrühren ab und zu, damit die nicht zusammenkleben. Zack, geh unter, Deckel zu. Fertig. Ein bisschen Obacht geben, dass es nicht überkocht. Während die Spaghetti hinten köcheln, kann ich ja schon mal mit der Soße anfangen. Erstmal Petersilie ernten frisch. Zack, zack, zack. Bisschen klein hacken. Sehr gut. Dann kannst du endlich weitergehen mit der Carbonara-Soße in der Pfanne. Pfanne auf dem Ofen. Bisschen Butter rein. Den gebe ich etwas von meinem Spaghetti-Wasser zu. So. Und schön ein bisschen Schlagsahne. Halben Becher. Viel Soße hilft viel. Rühren. Bisschen Pfeffer. Ordentlich Pfeffer. Na, was habe ich gesagt mit Überkochen? Milliliter Milch hätte ich fast vergessen. Ist das so richtig? Mach mal eine Schätzung.
So, Soße ist fertig. Pritsch hat ein bisschen was über, freut sich der Hund. Spaghetti sind auch fertig. Jetzt abgießen. Passt. Den Knoblauch, der war nur für den Geschmack, den fische ich wieder raus. Will ja nicht irgendjemand auf so ein dickes Knoblauchstück beißen. Hatte ich nur zwei drin, ja. Und dann kommen die Spaghetti direkt in die Soße. Ne, willst du nicht? Das sieht auch schon gut aus. Das kann ein bisschen köcheln. Nur eins. Wer will nicht? Nummer zwei. Fertig. Und ab in die Pasta. Das soll kein Rührei werden, das soll so zu einer cremigen Soße sich verdichten. Scheint mir auch gelungen zu sein. Ein bisschen Petersilie dazu. Etwas hebe ich mir noch auf für die Deko. Mache ich jetzt noch den Kochschinken unter. Den guten Original italienischen. Der reißt das alles raus. Super, dann ist das servierfertig. Na endlich. Ja. Ich muss zugeben, das ist doch ein bisschen. Sind mir doch ein bisschen die Eier ausgefloppt, ne? Ich behaupte mal einfach, es gehört so. Und dann bleibt nicht mehr viel zu tun, außer nicht vergessen, Parmesankäse. Keine frustfreie Verpackung. Habe ich bestimmt noch falsch aufgemacht. Hälfte schon wieder auf der Tischdecke statt auf dem Gericht. So. Ja, wollen wir mal probieren, ne? Kann man servieren. Jedenfalls mal eine Abwechslung zu den ganzen Kuchen, die ich sonst immer habe. So, dann bleibt mir nur zu sagen, ich habe Mittag und ihr macht was Sinnvolles. Bis zum nächsten Mal. Genau, richtig. Schenken uns an. Ah.